Hallo Freunde, jeder von uns hat wahrscheinlich ein Talent. Manche von uns rechnen gut im Kopf, andere können besonders gut schwimmen oder mit den Ohren wackeln. Menschen, über die wir in diesem Video erzählen möchten, haben ganz besondere Fähigkeiten. Schaut man sich sie an, weiß man gar nicht, ob sie echte Menschen oder X-Men sind. Wer weiß, vielleicht werden unsere Helden eines Tages auch zur Superhelden-Team eingeladen. Das finden wir jetzt heraus. Hasna Mohammed Meselmani. Erinnern Sie sich an Emma Frost und ihre Fähigkeit, sich in einen organischen Diamant zu verwandeln? Etwas Ähnliches passiert mit einem Mädchen aus dem Libanon. Zwar ist sie noch weit von einer vollständigen Transformation entfernt, jedoch weint Hasna Mohammed Meselmani seit ihrem 12. Lebensjahr mit kristallähnlichen Tränen. Die Geschichte nimmt ihren Lauf im März 1996. Hasna befand sich gerade auf dem Weg zur Schule und fühlte in ihrem linken Auge etwas Merkwürdiges. Es stellte sich heraus, dass eine Kristallscherbe gewesen ist. Als das Mädchen wieder nach Hause gekommen ist, erzählte sie von diesem erstaunlichen Ereignis ihren Eltern. Wahrscheinlich hätte sie nicht daran geglaubt, doch während ihrer Erzählung fiel eine zweite Scherbe aus ihren Augen heraus. Ihr Vater brachte sie in die Stadt, um sie zu einem Augenarzt zu zeigen. Das Mädchen befand sich 2 Wochen lang in der Klinik und aus ihren Augen kamen weiterhin Kristalle heraus. Der Arzt bestätigte, dass es sich dabei um echte Kristalle handelt und hatte keine wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen. Am Tag konnten bis zu 20 solcher Kristalle herauskommen. Zum Glück hatte das Mädchen dabei keine Schmerzen, da die Kristalle sich in einer geleeartigen Substanz befanden. Unmittelbar nach Bildung der Kristalle sind sie vollkommen transparent, werden jedoch nach wenigen Sekunden weiß, hart und ziemlich scharf. Zwar sind es bei weitem keine Diamanten, stellt euch aber nur vor, dass etwas Ähnliches aus euren Augen herauskommen würde. Daniel Tammet. Wenn wir euch sagen, dass es auf der Welt eine Person gibt, die 12 Sprachen spricht, darunter auch eine, die er selbst erfunden hat, mit Leichtigkeit 3-stellige Zahlen multipliziert und die Kubikwurzel berechnet, werdet ihr uns wahrscheinlich nicht glauben. Zu Unrecht. Dürfen wir vorstellen, Daniel Tammet. Im Alter von 4 Jahren erlitt Daniel einen schweren epileptischen Anfall. Danach fanden in seinem Gehirn einige Veränderungen statt. Seitdem ist Daniel in der Lage, die kompliziertesten Berechnungen in seinem Kopf durchzuführen, wobei er mit Zahlen arbeitet, die aus mehr als 100 Zeichen bestehen. Und das ist für ihn überhaupt nicht anstrengend. Eines Tages lernte er nur in einer Woche von Grund auf eine völlig fremde Sprache. Hauptsächlich beschäftigte er sich jedoch mit Zahlen. Er sieht sie überall und hat für eine Zahl ein eigenes Bild. Der Zustand von Daniel Tammet wird in der Welt der Medizin als Savant-Syndrom bezeichnet. Ein Zustand, bei dem eine Person mit einer Entwicklungsstörung in einem oder mehreren Bereichen geniale Fähigkeiten hat. Gleichzeitig verwandeln sich einige völlig alltägliche Dinge für Daniel, wie zum Beispiel Einkaufen oder ein Spaziergang an der Küste, zu einer echten Herausforderung. Schließlich besteht alles um ihn herum aus Zahlen, die er berechnen muss. Paul Anderson. Heute sagt der Name Paul Anderson nicht vielen was, dabei war er einmal weltweit berühmt. Der Ruhm kam schnell. Eines Tages begann er Kniebeugen mit einer Stange zu machen und stellte 3 Jahre später, im Jahr 1955, mehrere Weltrekorde auf. Ein Jahr später gewann Paul bereits olympisches Gold und verließ anschließend den Profisport, da derartige Turniere ihn körperlich und moralisch ausgeschöpft haben. Er begann seine körperliche Kraft in verschiedenen US-Städten zu demontieren und hatte damit großen Erfolg. Andersons körperliche Leistungsfähigkeiten waren einfach überragend. Während einer seiner Shows gelang es ihm, ein Gewicht von 2844 Kilogramm zu heben. Diese phänomenale Leistung wurde selbst im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Vijay Sharma. Jedes Foto dieser ungewöhnlichen Person möchte man mit einer Warnung "Bitte nicht nachmachen" begleiten. Auf der Straße oder sonst irgendwo, macht es auf keinen Fall nach. Wegen seiner Hyperflexibilität erhielt der Inder namens Vijay Sharma den Titel Rubberman und das hat er absolut verdient. Das Ganze begann im Jahr 1999 mit Kampfkunstunterricht, wo Vijay seine unerwarteten Fähigkeiten entdeckte. Er ist nicht einfach nur flexibel gewesen. Vijay zeigte einzigartige Fähigkeiten des menschlichen Körpers. Er kriegt zum Beispiel sein Bein leicht um den Kopf und kann anschließend noch eine Flasche Limo trinken, indem er sie mit seinem Zehen hält. Darüber hinaus kann Vijay seine Beine hinter dem Rücken kreuzen. Nein, im Ernst, versucht es auf keinen Fall nachzumachen. Ansonsten führt der Rubberman ein ganz normales Leben, arbeitet in einem Supermarkt und erscheint gelegentlich in unterschiedlichen TV-Shows, um seine Talente zu demontieren. Stephen Wiltshire. Wir haben euch heute bereits über den Savant-Syndrom erzählt, hier ist ein weiteres Genie mit einer solchen Diagnose. Im Alter von 3 Jahren stellten Ärzte fest, dass Stephen Wiltshire sich im Vergleich zu anderen Kindern etwas anders entwickelt.
Im Alter von 5 Jahren wurde er auf die Schule in West London eingeschrieben, wo die Lehrer Stevens Interesse am Zeichnen bemerkten. Dabei konnte er überhaupt nicht sprechen. Sein erstes Wort sprach er bereits in der Schule und es war das Wort Papier. Es stellte sich heraus, dass der junge Künstler ein phänomenales Gedächtnis hat und in der Lage ist, das, was er nur ein paar Sekunden gesehen hat, bis ins kleinste Detail aufs Papier zu übertragen. Bereits im Alter von 11 Jahren nahm Wiltshire an einem Sonderprogramm der Luftstreitkräfte teil und flog mit einem Hubschrauber über das Stadtzentrum von London. Danach machte er eine unglaubliche genaue Karte des Gebiets von 4 Quadratmeilen, als wäre es ein Foto. Auf der ganzen Welt gibt es nur 25 Menschen wie Wiltshire und ihre Talente scheinen immer noch ein unerklärliches Paradoxon zu sein. Nicht überraschend, dass die Arbeiten von Stephen auf der ganzen Welt geschätzt werden. Ni Yongbing. Das Talent eines älteren Chinesen namens Ni Yongbing ist wirklich einzigartig und verdient einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, denn er kann Autoschläuche mit der Nase aufblasen. Dabei macht er das unglaublich schnell. 4 Autoschläuche kriegt Ni in etwa 20 Minuten hin. Alles, was er dafür benötigt, ist ein ganz gewöhnlicher Schlauch, den er in sein rechtes Nasenloch steckt und dann beginnt die eigentliche Show. Die Autoschläuche bläht er übrigens so lange auf, bis sie platzen. Dabei begann es mit dem Rat eines Arztes, derartige Übungen mit Luftballons zu machen, um das Wohlbefinden zu verbessern. Anschließend waren Luftballons eine zu einfache Aufgabe für ihn gewesen und er die Übung mit Autoschläuchen ausprobieren wollte. Nun, wir sind für heute fertig. Welche ungewöhnlichen Fähigkeiten habt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis bald!